Howdy Cowboys, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Farmland. Dem Spiel, wo Farmen eigentlich Akkordarbeit ist? Naja, wir haben jedenfalls, oder ich habe jedenfalls meinen Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch so ein bisschen Spaß. Ich meine, wie gesagt, das Spiel ist komplett simpel hier gestrickt. Ihr müsst einfach nur hingehen, sagen, ich will das hier alles abbauen. Zack. Und schon ist das Ding gegessen. Ja, und wenn ihr dann gar keinen Bock habt, irgendwas zu sehen, sagt ihr einfach, hey. Ich streue einfach mal ein bisschen Salz hin, Wasser und et voilà. Das ist ja alles voll. Natürlich könnte ich auch fischen gehen. Das dürft ihr nicht vergessen, ne? Also das hatte ich auch schon mal in der vorletzten Folge gezeigt, wie es mit dem Fischen aussieht. Also selbst wenn ich jetzt nicht so der größte Fischfan bin, aber da unten ist ein goldener Fisch, den will ich haben. Deswegen gehen wir nochmal fischen. Wir wollen den goldenen Fisch haben. Und ihr müsst eigentlich nur A drücken und A smashen, bashen, pushen. Push it, baby, push it. Gehen wir da rein ins Wasser. Und hoffen, den richtigen Fisch zu bekommen. Übrigens, A gedrückt halten bringt euch nicht so viel weiter. Weil der Fisch dann abhaut. Also ihr müsst wirklich A smashen. Wild drücken. So, jetzt ist es der letzte Fisch. War ja klar. Und dann haben wir alle Fische gefangen. Bleib hier. Goldener Fisch. So, sammeln wir erstmal ein. Und dann fahren wir hier hoch. 18,2. Naja. Ah, ich war zu nah. Nein. Ach Mann. Ich wollte doch extra das Lagerhaus mal voll haben. Damit sich das mal lohnt. Auch Melone? Oh Mann. Da könnte eine Scheune sein. Das würde eigentlich helfen. Also versuche ich jetzt erstmal die Scheune voll zu bekommen. Weil hier der Pfeil zeigt da auf die Scheune. Und damit wir relativ schnell Geld verdienen. Weil relativ schnell, sei mal dahingestellt. Das sind Goldbarren. So. Nochmal 10k. 34. Wir kommen langsam in die Richtung, wo wir safe sind. Finden wir hier noch einen Arbeiter, der für uns dann will auch nochmal für uns arbeiten. Ach, ja, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Fuck. Das ist jetzt ein bisschen vom Schaf da. Pferd einsammeln, Huhn einsammeln. 2,1k einsammeln. Hier noch ein bisschen was einsammeln.
Und dann gehen wir hier noch zu unserem Liebling, dem hier. Ja, noch die Milch verkaufen. Ring, ring. Kein Arbeiter. 41. Für die Sonnenblumen. Ja, moin. 41. Die wollen es hier echt wissen, oder? Aber gut. Hier auch wieder schön, dass das Spiel halt auch im Hintergrund weiterläuft. Finde ich ja bei Farm Together auch ganz toll immer. Weil da kann man dann wirklich mal so gelegentlich mal gucken, wie sieht's denn aus. Nein, halt erst hier unten noch wegmachen, ne? Weil es wächst komischerweise auch, warum auch immer. Ach, die Melonen wachsen hier dann auch. Das betrifft immer die ganze Insel. Ah, okay. Strong like a lion. Das ist natürlich dann nochmal eine andere praktische Nummer, wenn das immer die ganze Insel betrifft. Schade, dass es allerdings nicht bei den Bäumen funktioniert. Gut, da kriegt man eine andere Option, aber wäre halt auch ganz praktisch gewesen, oder? Das gibt viel Ruhe. So, 56. Die Sonnenblumen würde ich jetzt keinen Arbeiter kaufen. Geht's dann schon auf die nächste Insel. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Sollen wir auch mal ganz kurz wieder alles ein. So. 196 ist ja ein bisschen was, ne? Der da wieder unter X. Aber ne, der hat noch genug zu tun. Das heißt, hier macht es also Sinn, gegebenenfalls erstmal auszubauen. Hier beispielsweise. Ah, da kommt das nächste. Schweinchen, Schweinchen. Ah, 14, komm, nehmen wir den. Eine Kuh. Ey, wollt keine Kuh. Ich hab genügend Kühe. Schade, es ist echt nur so eine kleine Insel und 112 bin ich gerade nicht bereit auszugeben. Nach aktuellem Stand. Wir lassen gerne die Orangen wachsen. Bitte schön. 27. 10,3. Oh. Und nehme ich gerne. Und 1,2. Das muss ich mir mal vorstellen. 1,2. Ah. Nehmen wir. Und die nehmen wir auch. Schade.
Den nehmen wir auch. Den nehmen wir auch alles mit. Ja, ich weiß, ich nehme dir gerade deine ganze Arbeit ab. Musst du wieder alles von vorne anfangen? Es tut mir leid. Bin ein böser Truppler. Hier wird das jetzt auch abgenommen, ne? Dieses kleine Schweinchen da. Nee. 65, aber... Wer macht dann das Feld da oben? Also es würde sich schon rein theoretisch lohnen, den jetzt anzustellen. Oh ja, Orangen nehme ich. So, dann gehen wir jetzt nach da oben. Und helfen ihm hier. Das ganze Feld hier mal zu bestücken. Dass er gerade nicht so ruhrmäßig hinbekommt, aber... Ist ja auch schön, dass er da den Weg geht, den ich da schon gegangen bin. Na gut, lieber einmal zu viel gießen als zu wenig, ne? Nehmen wir auch mit. 5 Stück kann ich hier. Da würde ich sagen, das kann sich sehen lassen. Noch einen. 37,4k. Geht. 31. Oh, das Kleeblatt nehme ich definitiv mit. So, dann haben wir hier ein paar Orangen, die wir abgeben können. Nummer 27. Also das Haus soll in der nördlichen Richtung sein. Ja, komm, das wird das Haus sein. Ja. 76k! Nicht mehr ganz knusper. Oh Mann. Egal, das Pony nehme ich mit. So. Dann gehen wir jetzt einfach mal wieder angeln. Inzwischen sind auch wieder tolle Fische. Ist halt nervig, dass man da die ganze Zeit abwäschen muss. Wie blöd hier den. Und dann bekommt ihr auch den Fisch. Ein. Und das macht ihr dann zigtausendmal. Wie gesagt, mein Vorschlag für das Spiel ist, spielt es so weit wie ihr kommt. Schaltet so viel frei wie möglich. Wenn ihr keine Lust mehr habt, macht es am nächsten Tag weiter. Dann habt ihr nämlich wieder massig Geld. Dann könnt ihr eure Scheune leeren, alles drum und dran. Spielt wieder so weit wie ihr könnt. Aber am nächsten Tag dann nochmal mehr Geld. Und so weiter und so weiter und so fort. Also wenn ihr es in einem durchspielt, ist es halt ein bisschen, ich sag jetzt mal, herausfordernder. Weil ihr dann halt selber sehr aktiv sein müsst. Wenn ihr es, sag ich jetzt mal, so ein bisschen quasi-mäßig angehen wollt, dann do it, do it. Gott, mein anderes Kostüm. Okay.
Ich bin der Bienenmann. Lass mich an deine Bienen ran. Gerne. Wenn ich den Baum schütteln darf, das freut mich immer so. An das Huhn komme ich gar nicht mehr ran. Möchte ich nur mal anmerken. Liebes Spiel, ne? Ach komm, warum bin ich jetzt in die Kuh gelaufen? Ich wollte eigentlich an der Kuh vorbei. Und so machen. Zack, das dann abgeben. 8,9. Ah, ist jetzt nicht gerade gebellt. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Fisch abgeben. 20,2. Das kann sich sehen lassen. Und hier. 19,7. Auch nochmal 60. Für die Melonen. Die Sonnenblumen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel es oben waren. Ich könnte auch hier runter gehen. Und gucken. Schauen, was hier wäre. Wahrscheinlich ein Hafen. Käufer. Oh, das Schwein nehme ich. Auch immer gerne her damit. Ja, wahrscheinlich eh nichts abnehmen. Oh, da gibt es schon 90 für ein Ei. Ich helfe dir mal ganz kurz den Jungs hier. Das ist halt jetzt hier wirklich so die Überlegung, was mache ich jetzt hier am besten? Will ich hier, so. Will ich hier drüben das Ganze aufbauen oder will ich das links aufbauen? Ist ja gar nichts. Ach, hier sind Rüben. Was wird hier gekauft? Rüben? Macht mir ein großes Fragezeichen hin. You are joking. Seriously joking. Okay, immer ja damit. Sagt er mir, soll ich da? Ist das die Empfehlung oder was? Ihr seht da immer so ein Fragezeichen leuchten. Sagt er mir, soll rechts nehmen. Jetzt wieder links. Ich will auch meine Rüben loswerden. Schwein, Schwein, Schwein.
Nein, ich komme an das Schwein nicht ran, doch. Schwein gehabt. Ich meine, es gibt ja hier auch die Welt ändern Funktion, aber ich kann die Welt noch nicht ändern. Das ist so das, womit ich gerade kämpfe. Das würde ich euch noch so gerne zeigen, was das ist, aber irgendwie... Keine Ahnung. Immer alles her. 34. Mmh, schmackhafte 34k. Und... Schwein, Schwein, Schwein gehabt. Dann, ja. Das ist halt jetzt wirklich eine schwere Entscheidung, was ich da mache. Möchtest du alles bei mir verkaufen? Nein, möchte ich nicht. Hier kann ich definitiv einsammeln. Den könnte ich auch aufwerten. Ne, könnte ich nicht. Weil habe ich nicht Geld. Jetzt könnte ich aufwerten. Jetzt hier rüber. Das ist hundertprozentig eine Brücke. Sag ich doch. Und das ist der Hafen. Was ich da drüben kaufen kann, weiß ich noch. Also würde ich sagen, war es eigentlich jetzt schwachsinnig, da die Seite aufzubauen. Na gut, so ist der Truppe immer manchmal ein bisschen schwachsinnig, ne? Ich hätte besser hier oben lang gekonnt, um herauszufinden, was das ist. Vielleicht kann ich damit ja reisen. Kommt immer alles her hier. Das noch? 14,5. Noch mal ein paar Tomaten. Ich glaube es zwar nicht, aber wir gucken mal. Oh Mann. Du mal mehr. Ist halt auch immer ganz praktisch oder eigentlich gemein. Ich nehme denen ja an Arbeit ab. Ja, und ich sammle dann die Lorbeeren ein, die dann einfach mal so rumliegen. Ja, eigentlich macht der Melonentyp ja Sinn, ne? Ah, ich bin so unsicher. Man macht das Spiel so süchtig. Oh, danke. So süchtig. Ich alles einmal abgeben.
Ah, die Orangen holen wir uns auch noch. Wenn wir jetzt eh schon da in die Richtung fahren, ne? Nur kurz mal das bisschen abgeben. Das abgeben. Okay, ich könnte jetzt die Brücke weiterbauen oder auf der Insel ganz links weitermachen. Ist eine schwere Entscheidung, bin ich ganz ehrlich. Oder ich könnte jetzt den Arbeiter holen und das, ich glaube, das mache ich auch. So, dass wir dann für die nächste Folge was Gutes haben. Ja, dann sage ich danke, bis zum nächsten Mal und ich bin Otto. Rein. Tschö, tschö.